Hallo, hier in Photoshop Shop zeige ich einen kurzen Quicktip, wie eine beautiful Dusche geht. Zuvor allerdings sollst du mir zeigen, wie es du vielleicht anders oder besser machen kannst. Ich habe hier eine schnelle Umsetzung. Ich habe es nicht genau ausgearbeitet, sondern nur grob. Und du darfst allerdings für diese Beauty-Retusche nicht mehr als 30 Sekunden brauchen. Oder im besten Fall eine Minute. Okay, jetzt bist du dran, zeig mir, wie es geht. Ich lösche diese Ebene mal und löse das Ganze auf. Ich lade mir hier mein Bild rein in Photoshop 2018. Das geht allerdings auch mit vorangegangenen Versionen, auch mit älteren. Habe hier also mein Bild. Lade mir eine leere Ebene hinein im Modus Farbe. Ich zoome hier etwas hinein. So. Nehmen wir das Pipettenwerkzeug. Und da ich bei den Augen die gleiche Farbe haben möchte, für diese Beauty-Retusche nehme ich sie mir von den Lippen. Die Ebene, wie gesagt, auf Farbe stellen, dann Pinsel. Weicher Pinsel, Deckkraft so circa 70%, Fluss kann man auch etwas runtergehen, circa 90, wäre noch etwas zu groß. Und Farbe nun hier ganz grob, um es schnell zu zeigen. Einmal hier verändern wir noch etwas die Größe. Auch hier dasselbe Spiel nochmal. Und hier mal dann Wangen möchte ich noch etwas Rouge auflegen. Mit dem kleinen Farbton wieder. So, das war hier. Man könnte auch hier in der Deckkraft noch etwas zurück. Und im Filter, Weichzeichnungsfilter, auch schon Weichzeichner, das Ganze nur mit 0,4 circa etwas Weichzeichnen. Ja, das war mein schneller Tipp in der Beauty-Retusche. Oh, hier. Make-up aufzutragen. Wie gesagt, ich habe es nur schnell grob gemacht, nicht so ausgearbeitet. Es geht ja nur darum, dass man die Technik kennt, darum auch zuerst einige Sekunden Zeit, um das Ganze selber zu versuchen oder andere Beispiele zu zeigen. Wenn du andere Beispiele hast, wo man das Ganze schneller machen kann, dann poste es gerne. Mit dem Link zu dem Video oder mal zumindest zu einer Beschreibung, wo man sich ich und andere User das Ganze anschauen können. Ansonsten bis zu meinem nächsten Video-Tutorial. Tschüss!